Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Managerkarriere, also Trainerkarriere. Und heute starten wir rein in FIFA 21 mit einem neuen Trainer. Gut, jetzt bin ich auch fertig mit dem Erstellen des Trainers. So wird er aussehen. Jetzt kann ich starten, okay, gut. Und wir werden nicht in der Bundesliga starten, sondern in der dritten Liga. Und das nichts. Wir sehen jetzt schon einige tolle Vereine, aber die sind es noch nicht geworden in meiner Auswahl. Es ist auch nicht Türkgücü München, wo ich fast mich dazu entschlossen hätte. Nein, es ist der VfB Lübeck. Ja, und die Nationalmannschaftsangebot machen wir aus. Fahndungsseite streng. Und der Rest sollte so passen, wie es ist. Fußball ist wieder da. Am Anfang der Saison sind alle voller Hoffnung und Träume. Das bisher geschah zählt nicht. Wir konzentrieren uns nur auf die Zukunft. So werden wir es auch machen. Jetzt sehen wir einen Drittligaball. Hier nehmen wir. Der ist mit dem meisten Geld. Gut, und ich habe jetzt gestern schon mal hier geschaut, was man hier machen kann. Hier ist der Wochenplan. Da kann ich die Trainings und so weiter festlegen. Wie sie trainieren sollen, die Leute. Würde ich sagen, schaue ich mal hier bei Entwicklung, was man hier machen kann. Entwicklungsplan. Hier kann ich schauen, was er dort trainieren soll. Gut, okay. Irgendwo musst du auf jeden Fall noch Positionstraining machen können. Das weiß ich aber jetzt gar nicht, wo es geht. Hier sehen wir unser Geld. Viel ist es nicht, aber ein bisschen was haben wir. Können eigentlich gleich mal direkt zum Anfang in die Jugendschule gucken. Aber erstmal den Scout losschicken, ja, das ist vielleicht nicht die dümmste Idee. Ein Netzwerk aufbauen, natürlich gehen wir nach Deutschland. Na, 9 Monate. Und du suchst uns einfach mal alle. Mal querbeet, alles, was wir brauchen. Hier kann man noch Matchup abend, Shop-Angebote. Okay. Gut, würde ich sagen. Oh Gott, was ist das jetzt? Muss ich jetzt hier selbst spielen oder was? Abwehrszenarios, ach Gott, Alter. Ach, ich kann hier bearbeiten, wer hier drin sein soll. Spieler ändern. Vielleicht junge IVs, wenn es geht, vielleicht, oder nicht? 27-Jährigen brauchst du nicht trainieren, also wie ein 28-Jährigen. Müssen vielleicht die anderen nicht trainieren? Die trainieren schon was anderes, oder was? Okay, das verstehe ich jetzt hier gerade noch nicht so ganz. Oder kann man nur die trainieren, die wo auch in der Startelf stehen, weil da oben immer steht von Taktikvorlage, das kann ich mir eben vorstellen. Okay, keine Ahnung. Ja, dann simulieren wir erstmal weiter. Jetzt haben wir den Ruhetag eingeplant, so wie es ausschaut. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal hier, schau mal, was eine gute Aufstellung wäre, weil Dreierkette mag ich nicht so gern. Okay, ja. Nee, halt! Alter, jetzt habe ich zweimal verkackt. Wie oft will ich es eigentlich noch verkacken? Summt sich nichts? Okay, gut. Diesmal auf, okay, also auf Ja drücken. Danke. Gut. Und dann setzt jetzt mal die Leute auf ihren Feldliste, die einfach schon zu alt sind. Sag ich mal hier ein paar Leute auf ihren Feldstick setzt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier sehen kann. Ich habe dann Zwei-Zentral. Ja, alles gut. Verstehe ich schon. Auf ihren Feldliste sehen wir ja alle. Einige. Und ja. Ich sage, simulieren wir einfach mal. Ja, gehen wir auf Simulieren natürlich. Ah, starten wir in die Simulation auch schon rein. Wir gehen in die Live-Simulation beim ersten Spiel direkt. Links und rechts sehen wir die Aufstellung, das finde ich ganz geil gemacht. Er muss es leider überspringen. Und wir haben gewonnen, als ob. 1-0 Sieg, wie geil. Wie geil. Das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Ja, weil hier der Kommentar natürlich noch an ist, den müssen wir irgendwie ausmachen. Gut, jetzt habe ich es hier eingestellt. So sollte es passen. Gut, dann sind wir hier mal hier ein Stück. Vielleicht bekommen wir auch schon Angebote. Ja, so ist es auch. Und das für unseren Torhüter, okay. Delegieren wir mal. Lukas Räder, Legende. Vom FC Bayern München. Kenne ich ihn noch. Jetzt können wir auch schnell simulieren. Und spielen 2-2. Das ist gut. Wenn wir es im letzten Spiel noch einen Unentschieden holen, sollten wir weiter sein in der Gruppe. Vielleicht sehen wir hier jetzt auf dem Stadtbildschirm direkt die Gruppe. Ja, wir haben 4 Punkte. Und 2 haben 2, wenn die halt beide gewinnen. Und wir spielen sogar von einer der beiden Mannschaften. Also wir müssen auch wirklich einen Unentschieden rausholen. Hier kann ich auch noch ein bisschen delegieren, aber nicht so hoch.
ist ja viel zu viel. Simone macht das letzte Spiel. Und das wird eine Niederlage 1. Also ich hoffe, dass die anderen auch verloren haben. Und wir sind raus. Schade. Aber es waren schon mal keine schlechten Ereignisse, die hier geschehen sind. Jetzt sind wir schon beim ersten Spieltag. Wir sehen hier unser Team. Wieso hat er hier 6 nach unten? Das ist aber hoffentlich nicht die Gesamtstärke. Ich stehe eigentlich der Deal ab dem Sturm. Ach, weil ich keinen Stürmer habe. Oh. Okay, also immer noch einen Stürmer. Marco Krüll. 22, müsste eine 66er Gesamtsteige haben. Vertrag läuft doch aus, das ist sehr gut. Und das nimmt er an. Da haben wir auch schon unseren ersten Transfer getätigt. Marco Krüll hat einen hohen Marktwert für 1,4 Millionen. Wir bekommen ihn für 1,1, das ist sehr gut. Damit haben wir jetzt ja auch schon den ersten neuen Spieler in unserem Verein. Ist es jetzt gerade links außen? Und ich habe ihn eigentlich als Stürmer verpflichten wollen. Okay, egal. Gut, und ich würde sagen, hiermit könnten wir auch schon mal in die erste Partie reinstarten. Gegen Hansa Rostock. Als Aufsteiger. Legen wir mal direkt los. Ich würde sogar sagen, wir gehen hier in die Simulation rein. Dann können wir uns ja dann schauen, wie es läuft. Wenn es nicht läuft, springe ich einfach rein. Ich hoffe, der Kommentator ist weg. Wenn nicht, wäre es ekelhaft. Ja, ist weg. Lübeck im Angriff, aber dann können wir gut klären als aus. Das gefällt mir. Schön, Jungs. Schöne Kombinationen. 15 in der Mitte. Schuss. Oh, dann hält der Torhüter. Okay. Schön, die 33. Nummer 39. Flanke muss jetzt kommen. Die kommt. Und ein Tor für uns. Durch Bolland. Es eingreifen. Dann spiele jetzt mal hier ein Stückchen des Spiels. Jetzt haben wir hier den Ball erobert. Und dann kann man auch hier direkt in den Gegenangriff. Der läuft hier durch, das ist saugut. Und dann spielen wir den Pass in den Rückraum. Der steht hier frei und netzt ein rechts unten. 2:0 für VfB Lübeck. Auswärts in Rostock. Schön attackiert von hinten. Steht aber auf der anderen Seite ein Spieler, der viel Platz. Mit der Hage, jawohl. So ist es also. Was kommt in die Mitte? Spielen wir nochmal weiter und nochmal weiter. Das ist hier die Nummer 9, Röser. Aber der wird gehalten vom Torhüter. Somit gibt es Eckball für uns. Den spielen wir kurz. Und der geht hier vorbei. Flanke kommt mit dem schwachen Fuß auf die... Laufs lange Eck, aber kann geblockt werden. Jetzt sind wir hier wieder. Schön durchgesteckt. Ah, schade. Okay, aber die CBU spielt auch ganz anders als in FIFA 20 noch. Oh, das war gut gemacht. Das war schlecht gemacht von mir. Kieber, den hält er nicht. Räder, was ist denn los? Okay, somit steht es jetzt 1:2. Aber er führt natürlich immer noch. Oh, jetzt hier vielleicht eine Chance, aber die kann man abfangen. Das ist gut gemacht. Das ist Halbzeit der Begegnung. Und dann gehe ich jetzt auch wieder raus aus der Partie, sondern gehe wieder in die... Normal ist immer so. Ach, wann kann die Halbzeit gehen? Was ist denn? Endlich. Ne, ich hab schon immer, ne? Schade. Also, das ist irgendwas Neues. Dumm, ich bin. Okay. Schauen wir uns das mal hier wieder über diese Ansicht an. Schöne Passspielchen bei uns am Strafraum, wie beim Handball. Aber der Ball hätte von meiner Meinung nach früher gespielt werden müssen. Schön. Und den schießt er aber auf den Torhüter. Schade. 9, Röse. Auf die 15, aber der macht nichts draus. Schade. Das ist Hansa Rostock vielleicht mal im Angriff. Nummer 20. Aber sie spielen hintenrum über den Torhüter. Nochmal, jetzt ist hier wieder Hansa Rostock im Strafraum. Aber den kann man abblocken und übernehmen. Jetzt vielleicht durchgeschickt auf die 9. Ja, das ist gut. Ist gut, da hinten die 31. Schön. Ich möchte mal hier auf die Defensive eher gehen. Schön hier, Grill und ein Neuzugang. Hier gut durch, Pass in die Mitte und er wird noch weiter geschickt, aber er kommt hier nicht mehr gescheit ran in den Ball. Schade, es ist hier wieder Hansa Rostock im Angriff und es ist hier gut durch gegen mich, aber er schützt natürlich schlecht den Heldräder. Schöner Pass auf Grüll, Marco Grüll setzt sich hier einfach mal durch, schießt ins lange Eck. 3:1 für den VfB Lübeck in der Nachspielzeit.
90 plus 1, das soll der Schiri auch gleich nach dem Anpfiff abpfeifen, schätze ich mal. Fans von Hansa Rostock Rüden pfeifen hier aus. Aber da magst du nichts, wenn du so einen Marco Grill im Sturm hast, der auch mal so eine Chance reinmacht. Schiri wird gleich abpfeifen, schätze ich mal. Das tut er auch. Spiel ist zu Ende. Wir gewinnen hier komfortabel mit 3 zu 1 auswärts. Und ja, würde ich sagen, geben wir doch einfach mal ein Interview. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg? Die Jungs haben 100% gegeben, das ist nach oben, von uns kommt noch einiges. Sag mal, von uns kommt noch einiges. Warum hat Kea keine weitere Chance in der Steif bekommen? Hoffentlich motiviert ihn das, sage ich mal. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit Hansa Rostock sind. Hatten sie Zweifel am Sieg? Ich würde einfach mal sagen, alle Spieler haben alles gegeben. Dann würde ich sagen, das macht eine gute erste Folge. Ich würde sagen, Verbesserungsvorschläge sowie wo ich ihr das Positionstraining finde, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Natürlich auch weitere Vorschläge, alles in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.